Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 8 Sekunden. Ich bin gespannt, ob wir heute was Neues reinbekommen werden. 4, 3, 2, 1. Bitte ein guter Shop. Let's go. Und wir haben... Okay, das Bundle ist wieder zurück und es war irgendwie klar, dass nicht OG Black Widow wieder reinkommt, sondern ja, die weiße Variante. Schade, 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 denn die OG-Variante ist nämlich 795 Tage alt und wir haben das Lava-Paket am Start, beziehungsweise Magma-Paket. Ist krass. Schauen wir uns mal an. 15 Euro. Okay, ich dachte, das ist das Ganze. Okay, es sind nur drei Skins mit drei Backblinks ohne Spitzhacke. Alter, das ist schon krass. Das ist sehr nice. Das ist wirklich, wirklich cool. Backbling ist nicht das hier, sondern ein anderes. Und zwar ganz genau das hier. Das ist schon krass. Also das komplette Bundle gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das kaufen werde. Es lohnt sich. Vor allem der Ragnarök. Schon sehr krass. Ist ja ein Season 5 Skin gewesen. Den gibt es ja in Blau. In verschiedenen Stufen. Mit, ohne Maske und so weiter. Aber krasser Skin. Richtig, richtig nice designed. Ist es... Oha, das ist das passende Backblink von dem. Oha. Aber ich finde, das absolute Highlight ist einfach Rostmeister. Ist es nicht der von der Season 3? Ich glaube, Season 2 oder Season 3... Da war der Skin auch irgendwo verfügbar. Ich glaube im Battle Pass. Aber das hier sind übrigens Battle Pass Skins. Und das hier glaube ich auch. Das hier ist ein normaler Shop Skin. Aber ich glaube bei den zwei, da bin ich mir sicher. Aber hier nicht so wirklich. Aber cooler Skin, muss ich sagen. Und das passende Backbling. Ja, ist okay. Würde ich jetzt niemals damit spielen. Aber so mit den Skins. Ja, damit kann man auf jeden Fall relativ gut spielen. Das Ganze für 15 Euro verfügbar. Und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Schauen wir uns mal hier das Bundle an. Ja, der Skin ist schon cool, muss ich sagen. Umso mehr Kills man hat, umso mehr Geister kommen hier drauf. Kann man das irgendwo sehen? Kann man das nicht sehen? Doch hier, ganz genau so sieht das Ganze dann aus. Passendes Backbling. Das ist cool, gefällt mir gut. Spitzhacke. Die ist cool. Perfekt. Passender Gleiter. Sehr, sehr nice. Sehr cool. Passende Lackierung. Ja, ist in Ordnung. Ist okay. Und der Ladebildschirm, den kann man sich hier auch abstauben. Ja, benutze ich jetzt nicht wirklich. 1,5 einzeln. 800, 800 und 500. Ladebildschirm gibt es nur im Pack. Dann haben wir hier, okay, Dummy Skin ist ein sehr heftiger Skin. Einmal so Standard und einmal Carbon. Zweite Variante, beziehungsweise Backbling gibt es auch in zwei Varianten, wird aber gerade nicht angezeigt, ist verbuggt, hat aber auch so einen Carbon-Look. Passende Spitzhacke. Cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ja, die finde ich ultra langweilig. Schlachtenstäbchen wieder zurück. Sehr cool, hat zwei Stile, drei Stile und einmal mit dem Helm. Cool. Passendes Backbling, das fängt an so zu singen und ist reaktiv, spielt auf jeden Fall sehr, sehr verrückt dann. Lackierung, ja, für 500 gibt es deutlich besseres. Panda-Beauftragte ist sauteuer. Hä? Wieso bist du jetzt hier? Was macht der Skin hier? Okay, sehr komisch. Ist er jetzt gerade im Shop? Nee, hä? Wartet mal. Ey, ich hab den Skin nicht. Wieso passiert das? Okay, das ist ein sehr, sehr lustiger Shop-Fehler. So ein Shop-Fehler gab es doch noch nie. Ist einfach so ein random Skin reinkommen, der gar nicht im Shop ist. Ich habe den hier nicht ausgerüstet. Hier. Ich habe den nicht ausgerüstet. Und ich besitze diesen Skin nicht mal. Okay, das ist schon sehr interessant. Komischer Shop-Bug. Wukong, ja, fühle ich gar nicht. War mein zweiter Skin, glaube ich. Habe ich direkt abgegeben. Ja, die ist cool. Aber für 1,2 ein bisschen teuer. Der Gleiter ist leider nicht dabei. Schauen wir uns mal den täglichen Bereich an. Gesandte ist ein sehr, sehr chilliger Skin, muss ich sagen, für den Preis. Die ist cool. Die ist sehr nice. Die war mal ultra, ultra selten. Wackeln haben wir hier. Ich schaue mal schnell nach, ob wir nicht was Seltenes haben. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Aber wie gesagt, ich glaube. So, öffnen wir mal das Ganze. Ich mache mal kurz das Emote weg. So, also, wir haben heute... Das Paket ganz, ganz oben ist 30 Tage alt. Dummy Skin 31 Tage. Die gesamten Items von dem Kollegen sind 31 Tage alt. Dann haben wir hier Schlachtenstäbchen, 50 Tage alt. Die Panda-Bär-Beauftragte 56 Tage alt und das ganze Set. Was haben wir hier? Ja, leider nichts Seltenes.
Das seltenste ist die Gesandte. Ja. Gesandte ist einfach 70 Tage alt. Und die weiße Black Widow ist 4 Tage alt. GG Epic Games. Haben sie mal wieder richtig gut gemacht. Sehr gut. Naja. Endlosrad ist in Ordnung. Schattenboxer kann man sich gönnen. Und dann war es es hier auch schon. Schauen wir uns kurz das Bundle mal an. Ja, Spitzhacken fühle ich nicht. Ich habe die OG-Variante davon, von den Spitzhacken. Der Gleiter, der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Wie gesagt, das ganze Marvel-Zeug war so oder so vor 4 Tagen im Shop da gewesen. Richtig unnötig, hätten sie ruhig die OG-Variante raushauen können. Einmal 1,5, 800, 800. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.